Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute an diesem verregneten Samstag, zumindest bei mir, um kurz nach 11 Uhr morgens, starte ich mit Stephen Kings Ihr wollt es dunkler und ich nehme euch ein wenig mit. Ja, die Kurzgeschichtensammlung ist jetzt Ende Mai erschienen und enthält 12, ja, mehr oder weniger kurze Geschichten und ich bin super, super gespannt. Ich habe das Buch vom Heine Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, bin darüber wirklich sehr, sehr, sehr happy. Und ich lese das Buch zusammen mit Sven. Ich packe seinen Instagram-Account euch mal unten in die Infobox. Schaut also auch sehr gerne bei ihm vorbei. Und ja, wir haben uns hier für diesen Buddy-Read verabredet und ich freue mich da richtig drauf, denn ich finde, man kann so Kurzgeschichten durchaus auch sehr gut ja immer so hinterher ein bisschen besprechen. Manchmal fällt ja auch dem einen oder anderen noch irgendwie was in der Geschichte auf. Das mag ich auch sehr gerne, dass man hier so ein bisschen einen Perspektivwechsel hat. Bei uns ist es heute wirklich mega verregnet. Ich habe eine neue Duftkerze von TK Maxx an und ich bin ja einfach mega, mega neugierig, was mich hier erwartet. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das Buch komplett hat. Ich glaube 730, richtig. Also ich bin hier schon vorbereitet. Ich bewerte ja auch jede Geschichte dann so für sich. Ich habe mir dazu auch schon einen Papierstreifen reingeklebt, um dann am Ende so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, ob die Geschichten grundsätzlich gut oder nicht so gut waren. Ja, ich starte deswegen schon so früh, weil wir eigentlich heute Morgen eine etwas längere Hunderunde geplant hatten, die aber dann wortwörtlich ins Wasser gefallen ist. Wir sind nicht extrem, zumindest bis jetzt, von Regenfällen betroffen, aber seit gestern Nacht regnet es doch ziemlich durch und wir haben heute früh so eine kurze Regenpause genutzt. Aber mein Hund mag einfach, ja, kein Regen. Was soll ich sagen? Also wenn da drei Tropfen auf seinen Kopf fallen, ist er eigentlich schon sehr entsetzt, total genervt und dreht tatsächlich dann auch in der Gassi-Runde um, um zu sagen, so, da hinten steht das trockene Auto, lass uns mal zurückgehen. Und das kann man natürlich nur bedingt machen, denn man möchte dem Hund ja eigentlich schon so ein bisschen Auslauf geben und ein bisschen Schnupperzeit, aber er hat dann einfach keine Lust mehr. Ja, und so sind wir nach einer relativ kurzen Runde tatsächlich schon umgedreht. Eigentlich sind bei uns die Wochenendrunden immer ein bisschen länger, aber ja, das Wetter macht gerade nicht mit. Und so habe ich mir dann auch einfach einen Tee gemacht in meiner Harry Potter Tasse und ich habe ein paar Erdbeeren hier stehen und ja, freue mich jetzt auf den Beginn. Ich werde euch so ein bisschen mitnehmen. Ich glaube nicht, dass ich zu jeder Geschichte detailliert etwas erzählen werde, aber so ein bisschen war es vielleicht so die nach den ersten zwei, drei Geschichten so einen kleinen Einblick oder wenn es jetzt wirklich so eine Highlight-Geschichte gibt, über die ich sprechen möchte, dann mache ich das und ja, nehme euch da jetzt ein bisschen mit. Wie gesagt, Buch und auch den Instagram-Kanal von Sven unten in der Infobox und lasst uns gerne ein bisschen den Austausch gehen, ob ihr auch zu den Kurzgeschichten greifen werdet, ob ihr sie vielleicht sogar schon gelesen habt, ob ihr grundsätzlich Kurzgeschichten mögt oder ja, ob ihr bei Stephen King auch immer mal mit dabei seid. Also lasst uns da gerne in den Austausch gehen. Ich freue mich, euch jetzt ein bisschen mitzunehmen. Ich freue mich auf das Buch und mal sehen, wie dann final die Meinung zu den Kurzgeschichten so ein bisschen ausfallen wird. Bei uns auch heute an diesem Sonntag, ja, Mittag. Ich habe die ersten vier Kurzgeschichten jetzt in Ihr wollt es dunkler gelesen und nein, die ersten vier Geschichten sind nicht drei Viertel des Buches, sondern ja, mein Lesebuddy und ich haben uns ja die Geschichten ein bisschen eingeteilt und dementsprechend war jetzt die ja, dritte Geschichte von heute, also die vierte Geschichte insgesamt, weiter hinten, dass wir so von den Seitenzahlen ein bisschen hinkommen und eigentlich wollte ich heute früh eine schöne Hunderunde gehen und wir sind auch noch bei trockenem Wetter losgefahren und während der Fahrt ja, kam der Starkregen und nein, wir sind zum Glück bis jetzt zumindest noch nicht irgendwie von Hochwasser oder ähnlichem betroffen, aber es ist alles
alles echt wahnsinnig nass. Unser Garten hat ganz viele Pfützen und man merkt auch, dass ja die Abflüsse auf der Straße, dass sich wirklich, dass da ganz schön gehadert wird, dass das alles aufgenommen wird. Und ich habe mir jetzt wunderschöne Gummistiefel gekauft, wenn ich dran denke, blende ich sie euch einfach mal kurz mit ein. Und mein Hund ist da nicht ausgestiegen. Also mein Hund mag ja grundsätzlich keinen Regen. Und ich hatte ihn schon seinen Mantel angezogen, einfach, dass der Körper und halt auch einfach so ein bisschen der Kopf geschützt ist, nicht zu nass wird. Na, ja, es ist einfach, ja, es ist ihm nicht zu kalt oder so, aber er mag es einfach nicht nass. Und wir sind ausgestiegen, haben unsere Jacken angezogen, unsere Mützen drauf und ich wollte ihn gerade so vom Auto abschnallen und er guckt mich wirklich an mit großen Augen und er hatte keine Lust. Er hat sich wirklich hingesetzt, hat uns angeguckt, er ist nicht ausgestiegen. Wir haben dann so 2-3 Minuten gewartet, haben uns reingesetzt, haben gedacht, naja, vielleicht hört das auch einfach gleich wieder auf, wie das ja manchmal bei so einem Schauer ist. Und nein, es hat nicht aufgehört. Wir sind dann unverrichtete Dinge wieder heimgefahren. Es ist nicht sehr weit zu fahren, also keine 10 Minuten. Und ist aber eigentlich eine schöne Laufrunde, auch gerade wenn es regnet und nass ist, weil halt wirklich ein schöner Weg ist, geteert ist und man da wirklich schön eigentlich laufen kann. Und ja, er wollte dann auch zu Hause nicht aussteigen. Ja, ich musste ihm dann gut zureden, dass wir zu Hause sind und dass es jetzt ins Trockene geht. Und ja, jetzt liegt er hier auf der Couch. Hier, ihr seht ihn, glaube ich, nur so bedingt. Also das Braune wahrscheinlich sind seine Ohren, ne? Genau, was man hier so, was ihr hier so seht, hier, das sind seine Ohren. Genau, also da liegt er. Und ja, er geht heute nicht mehr raus. Ja, also ich hoffe, wir kriegen heute irgendwie mal noch so eine trockene 10 Minuten, dass er einfach auch in den Garten huschen kann. Und das macht er dann auch. Das ist auch kein Thema. Da gibt es auch so ein paar Büsche und so, wo man relativ trocken bleibt. Aber das war so typisch mein Hund, wo ich dachte, ach ja, eigentlich ist mir auch nicht nach Spazieren. Aber ja, wir schweifen ab. Ihr wollt es dunkler. Die ersten 4 Geschichten sind gelesen. Und ich hatte auch bereits meine erste Highlight-Geschichte. Und zwar ein Fachmann für Turbulenzen. Eine Geschichte, die nur knapp 20 Seiten hat, die sich mit dem Thema ein bisschen Flugangst und Fliegen und ja, eben Turbulenzen in der Luft beschäftigt. Und ich bin überhaupt kein Mensch, der Flugangst hat. Also ich liebe das Fliegen. Ich liebe es, aufzusteigen, zu landen. Ich liebe die Zeit, in der man irgendwie in so einer zeitlosen Raumzeit irgendwie ist, also wo ja nicht viel mehr passiert, als dass man sich eben fortbewegt. Und das finde ich tatsächlich also sehr faszinierend, überhaupt, dass wir fliegen können. Ist total faszinierend, was ich nur so bedingt begreife, aber auf jeden Fall gut und schön finde. Und ich habe also keine Probleme irgendwie mit Fliegen. Und außer, dass halt sehr viele Menschen in einem Flugzeug sind, das ist so ein bisschen vielleicht dann mein Problem, aber man sitzt ja zum Glück nicht so ganz eingepfercht wie im Zug, sondern hat ja in der Regel auch wirklich seinen Platz, was ja definitiv von Vorteil ist. Und ja, der Fachmann für Turbulenzen ist eben ein Mann, den wir kennenlernen und der definitiv Flugangst hat, der einen Auftrag hat, der in den Flieger einsteigen muss und dann kommt es eben zu Turbulenzen. Und ich fand das wahnsinnig atmosphärisch. Also diese 20 Seiten waren wirklich sehr packend. Sie waren sehr intensiv von dieser Angst und den Gedanken des Protagonisten geprägt und ich fand die Auflösung großartig. Also die hat mir wahnsinnig gut gefallen und diese Idee fand ich auch richtig toll. Also fand ich eine ganz, ganz tolle Geschichte, hat von mir volle Punktzahl bekommen und auch sehr gut gefallen hat mir 2 begnadete Burschen. Wobei ich muss sagen, da hat mir eher die letzte Hälfte gefallen. Wir haben hier endlich mal wieder einen Stephen King, der in die Science Fiction eintritt und wir hier eben 2 Männer eigentlich treffen, der eine Autor, der andere Maler, Künstler und sich die Welt so ein bisschen fragt, wie konnte es sein, dass die 2 Burschen, also deswegen auch die 2 begnadeten Burschen, aus diesem Kaff irgendwo in Maine, in der Nähe von Castle Rock, warum die berühmt werden konnten. Und es gibt dafür eine Erklärung, die wahnsinnig spannend und packend war. Die erste Hälfte der Geschichte war ein bisschen langsam und träge. Ja, vielleicht schon auch so ein bisschen atmosphärisch,
Ich habe mit etwas anderem gerechnet, was dann die Auflösung ist, fand aber diesen Teil, wo uns diese Geschichte dann eben erzählt wird, also die zweite Hälfte der Geschichte, die auch nur knapp ein paar 80 Seiten hat, 85 Seiten, 84 Seiten, fand ich mega. Also die letzten 40, also die zweiten 40 Seiten, da hätte ich mir gern einen Roman gewünscht. Dann wäre es, glaube ich, wirklich Hammer gewesen. Und ich mochte diese Science-Fiction-Idee, die Beschreibungen und was da so vorgeht. Auch sehr gut gefallen hat mir Willi, der Wirrkopf. Hier haben wir mal wieder ein Kind, was ja im Grunde zu einem Hauptcharakter wird und auch ein etwas wirres Kind, das eben einfach anders ist als andere, dessen Familie das auch merkt, sowohl die Mutter als auch die Schwester. Es gibt dann noch einen Opa. Fand das Ende echt creepy. Also es war eher schon so ein bisschen eine Gruselgeschichte mit einem Kind, das sich sehr merkwürdig verhält, mit einem Opa, der einen ganz besonderen Bezug irgendwie zu diesem Kind, zu seinem Enkel hat, Familienverhältnisse, die so ein bisschen merkwürdig sind. Und dann, als so der Grusel, also für mich so der Grusel losging, war die Geschichte wirklich toll. Also auch das Ende hat mir mega gefallen. Und dann haben wir noch der fünfte Schritt gelesen und die Geschichte hat mich eigentlich nicht so begeistert. Ich fand den Einstieg ganz gut mit dem Mann, der auch losgeht, um seine Zeitung zu lesen, der in Rente ist und der die Zeitung immer rückwärts liest. Also er liest die New York Times in Papierform, das habe ich mir markiert. Im Park setzte er sich auf seine Lieblingsbank und las dort rund eine Stunde lang die Rubriken von hinten nach vorn und sagte sich, dass er sich so vom Unglaublichen zum Lächerlichen vorarbeitete. Und ich glaube, wer so ein bisschen die Reihenfolge in Zeitungen kennt, kann sich vorstellen, was das Lächerliche war. Aber die Geschichte war sehr blass und nicht so richtig packend. Sie hatte auch nicht so viele Seiten. Ich glaube auch nur, ja, 14 Seiten. Und irgendwie war sie so, naja, also, ich hätte es jetzt auch nicht vermisst. Aber ja, die ersten vier Geschichten, also im Grunde ein Drittel mehr oder weniger der Geschichten gelesen. Wir haben uns auch schon zu der ersten Geschichte ausgetauscht, zu den drei anderen von heute. Das machen wir dann auf jeden Fall auch noch. Und ich mag es so ein bisschen analytisch an solche Kurzgeschichten ranzugehen oder analytischer, weil man sie eben zusammenliest. Und ja, bin da sehr gespannt, wo uns King noch hinführt und ja, wann es denn endlich mal noch so ein bisschen dunkler wird. Denn ja, ich glaube, das kommt ja so ein bisschen daher, dass die Leute gesagt haben, er ist nicht mehr so gruselig und horrormäßig irgendwie und düster wie früher unterwegs. Und ich glaube, deswegen wollte er jetzt einfach mal eine Sammlung rausbringen, wo alles ein bisschen dunkler ist. Ja, jede Geschichte hat bisher scheinbar auch einen anderen Übersetzer. Steht auch immer am Ende der Geschichte, wer sie übersetzt hat. Das finde ich tatsächlich ganz schön, dass nicht nur vorne der Übersetzer drin steht, so allgemein die fünf, sechs Übersetzer. Und so kann man auch so ein bisschen, also ich würde jetzt noch nicht sagen, dass man wirklich Unterschiede im Stil erkennt. Ich glaube schon, dass man ganz viel King hier spürt, aber ich finde es ganz schön, dass eben so jede Geschichte dem gerecht wird, der sie auch übersetzt hat. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall aufs Weiterlesen. Hoffe, dass das da draußen mal irgendwann wieder trockener wird, gerade für die Regionen, die, ja, ich glaube, überhaupt keine Regenpause haben und wo, ja, wirklich Überschwemmungen am Start sind. Das ist, also, das ist so mein persönlicher Horror, ist Überschwemmung und Feuer. Also, ich glaube, vielleicht kann man das auch nachvollziehen. Wenn man selbst in einem Haus wohnt oder Haustiere hat oder auch Kinder, die Vorstellung irgendwie insgesamt mit vier Katzen und einem Hund das hier verlassen zu müssen, aus welchen Gründen auch immer, also es ist für mich echt Horror. Also ja, also drücken wir die Daumen, dass der Regen im Laufe des Tages nachlässt und dann wieder ein bisschen trockener wird, dass sich alles ein bisschen beruhigen kann und ja, dass wir uns dann einfach den schönen Dingen, dem Lesen auch irgendwie widmen können. Geschichten sind gelesen und ich muss sagen,
Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hatte es dunkel, düster, atmosphärisch, gruselig erwartet, aber irgendwie sind es doch recht, ja, durchschnittliche Geschichten. Ich glaube, bisher, ja, habe ich nur ein Highlight und zwar ein Fachmann für Turbulenzen. Das hatte ich, glaube ich, im letzten Abschnitt schon erzählt. Und im heutigen Abschnitt war das rote Display definitiv eine der besseren Geschichten. Und ich glaube, ich werde so ein bisschen ein Fan, wenn Stephen King so ein bisschen von Außerirdischen und Science Fiction erzählt. Das hat mir ja auch schon in Zwei begnadete Burschen so gut gefallen. Das war die erste Geschichte, wo das ja auch so ein bisschen in so eine ähnliche Science-Fiction-Richtung dann einfach geht, zumindest im zweiten Teil. Und ja, auch das rote Display handelt so ein bisschen von anderen ja, Lebewesen, irgendwie von irgendwo. Und ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut. Aber sonst muss ich sagen, bin ich doch ein bisschen enttäuscht. Also ich habe wirklich bisher nur ein Highlight und zwei Vier-Sterne, aber schon ein paar Zwei-Sterne-Geschichten. Sehr enttäuscht war ich von Finn und auch von Auf der Slide-In-Road und auch der fünfte Schritt. Also muss ich echt sagen, sehr, sehr, sehr schade. Ich hatte es mir wirklich ein bisschen dunkler, düsterer und spannender gewünscht. Und ich habe das Gefühl, Stephen King wird alt. Nicht im Sinne von, dass er nicht mehr schreiben kann, das möchte ich gar nicht sagen, sondern dass er sich sehr mit dem Alter beschäftigt. Ich glaube, wir hatten jetzt zwei Geschichten, die von Großvätern erzählen, wie sie sein sollten, wie sie dann sind und wie sie eben anders sind, als sie sein sollten, wie sie wahrgenommen werden. Ich habe so den Eindruck, dass Stephen King da so ein bisschen verarbeitet, dass er eben älter wird, dass er Enkel hat, die ja vielleicht tatsächlich in ihn den Opa sehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob seine Söhne, Kinder schon selbst Kinder haben. Da bin ich zu wenig im Privatleben von Stephen King unterwegs. Aber ich habe so den Eindruck, dass er damit ein bisschen das Älterwerden auch ja verarbeitet. Also er hat ja sehr viel Autobiografisches in so mancher Geschichte schon eingebaut. Und ja, das Gefühl hatte ich jetzt eben bei diesen Geschichten auch so ein bisschen. Und ich weiß nicht so richtig, ja, ich muss gestehen, ich bin ja sowieso kein so großer Fan von Kurzgeschichten. Und auch Stephen King hat nur wenige Kurzgeschichten, die mich wirklich begeistern. Aber wenn schon etwas Ihr wollt es dunkler heißt, erwartet man auch irgendwie, dass es ein bisschen düsterer und brutaler und atmosphärischer wird. Aber ja, bisher ist das eher so ein bisschen Fehlanzeige. Finde ich sehr, sehr schade. Ein Fachmann für Turbulenzen hat mir wirklich bisher am besten gefallen, obwohl das ja auch keine so lange Geschichte war, 20 Seiten genau. Auch das rote Display hatte irgendwie nur 12 und da hätte er ruhig 120 draus machen können, muss ich ehrlich sagen. Also da hätte ich super gerne mehr und weiter gelesen. Das hat mir richtig gefallen. Und auch Willi, der Wirrkopf, waren, glaube ich, auch nur knapp 14 Seiten. Ja, also manchmal klappt es dann doch, dass er das aufbaut und spannend macht, aber eben nicht immer, was ein bisschen schade ist. Aber ja, drei Geschichten sind's noch. Ich bin trotzdem neugierig, was uns jetzt noch bei Die Träumenden, Klapperschlangen und Der Antwortmann erwartet. Und dann freue ich mich ja auch aufs Nachwort. Stephen King kann ja eigentlich immer Vorwörter und Nachwörter. Und da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt und sehr neugierig. Und ja, parallel lese ich den dritten Band von Achtsam Morden und auch der gefällt mir wieder richtig, richtig gut. Und da freue ich mich dann später auf jeden Fall auch aufs Weiterlesen und ja, mal sehen, was die letzten drei Geschichten dann noch so bringen. Wollt es dunkler, habe ich nun beendet und besonders die letzte Geschichte, Der Antwortmann, ist für mich ein Highlight geworden. Und es ist schon schön, mit so einem Highlight-Gefühl aus dieser Kurzgeschichtensammlung herauszugehen. Insgesamt habe ich dem Buch jetzt 3,17 Sterne gegeben. Also so im Groben, wenn ich hier durchlese, ich habe zwei Highlights, ein Fachmann für Turbulenzen und Der Antwortmann. Es gibt nichts, was wirklich ganz schlecht war. Ich habe einige Zwei-Sterne-Geschichten. Ich bin aber doch ein bisschen enttäuscht. Also wenn ein Geschichtenband hier ja im Grunde vorhanden ist mit 12 Geschichten, also dass mich da nur wirklich zwei packen, überzeugen, sie nicht wirklich dunkler waren, gruseliger, atmosphärischer,
Fand ich schon ein bisschen schade. Fand ich ein bisschen mau. Vielleicht liegt es doch daran, dass ja ein paar ältere King-Kurzgeschichten hier drin sein sollen. Also zumindest, wie ich das im Internet recherchiert habe. Vielleicht sind diese Geschichten einfach ein bisschen schlechter gealtert. Besonders toll fand ich die zwei Alien-Geschichten. Das muss ich tatsächlich wirklich sagen. Die haben mir bis auf wenige Dinge sehr gut gefallen, haben 4 Sterne bekommen. Und ja, bei dem Antwortmann, da muss ich wirklich sagen, das fand ich echt der Hammer. Also diese Überlegung, gibt es selbsterfüllende Prophezeiungen? Welche Fragen würde man stellen, wenn man jemanden hätte, der die Antwort darauf gibt? Ich fand das hier ganz cool, das habe ich mir auch noch markiert und noch nicht rausgeschrieben. Und zwar ging es da eben auch darum, wie stellen Menschen ihre Fragen? Und dann geht es so ein bisschen um intelligente Menschen und wie nutzlos eben auch die Fragen von diesen Menschen sind. Denn es ist oft Trägheit, es ist Faulheit. Ich habe mich oft gefragt, ob intelligente Menschen wirklich begreifen, welche Antworten sie im Leben suchen. Vielleicht fliegen sie einfach nur auf einem fliegenden Ego-Teppich herum und stellen lauter falsche Vermutungen an. Das ist der einzige Grund, der mir einfällt, warum sie so impotente Fragen stellen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch mir nicht die besten und intelligentesten Fragen und spannendsten Fragen einfallen würden. Aber es ist natürlich schon spannend, so rum zu überlegen, wenn ich 5 Fragen frei hätte und bekäme eine Antwort, welche stellt man da? Und es war sehr atmosphärisch, ich fand sie sehr spannend, ich fand sie auch sehr emotional an mancher Stelle und ich mochte Phil als Charakter in dieser Geschichte super gerne. Und ja, also das war definitiv ein Highlight. Sonst hätte ich mir tatsächlich einfach ein bisschen mehr Spannung, mehr Düsternis, mehr Horror, so ein bisschen mehr Grusel irgendwie gewünscht. Das hatte ich hier nicht. Ich hatte oft das Gefühl, ich lese einfach irgendwie nur einen Kurzgeschichtenroman, der wenig mit King und wenig mit Spannung zu tun hat. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Ganz schön fand ich, dass jede Geschichte sozusagen einen Übersetzer sozusagen hatte, der benannt wurde. So konnte man gegebenenfalls auch mal ein bisschen gucken, ob es da Unterschiede gibt. Und daran erkennt man dann auch so ein bisschen, wer ist der neuere Übersetzer. Also das liest man, finde ich schon ganz deutlich nicht da, weil dann oft Corona irgendwie ein Thema ist oder irgendwas. Ich glaube, finde, man merkt das schon am Wording, wie was ausgedrückt wird, dass das ein bisschen moderner ist. Aber ja, ein bisschen schade. Ich hatte mir mehr erhofft. Aber so ist es ja mit mir und King und Kurzgeschichten sehr häufig, dass mich eben doch eher die längeren Geschichten packen. Aber ich habe es gelesen, es hat Spaß gemacht. Ich habe mich mit Sven ausgetauscht, sein Instagram-Account unten in der Infobox. Also schaut da super gerne mal vorbei. Das hat großen Spaß gemacht und gerade bei Kurzgeschichten kann man dann ja auch so ein bisschen rumphilosophieren und das hat ja auf jeden Fall mir richtig gut gefallen. Und das war jetzt auch mein ja, Lese-Vlog zu Ihr wollt es dunkler von Stephen King. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem Vlog, der jetzt doch mal noch ein bisschen anders geworden ist. Und sagt mir gerne, ob euch das gefällt, was ihr vielleicht gerne noch sehen, hören wolltet, ob noch ein bisschen mehr vom Alltag hier mit rein soll oder ob ihr die Mischung gut gefunden habt. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall auf eure Kommentare. Vielleicht auch, ob ihr die ein oder andere Kurzgeschichte kennt oder ja, vielleicht auch jetzt die Sammlung gelesen habt oder das vorhabt. Erzählt es mir gerne. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.